Ja, herzlich willkommen beim neuen Video auf dem Pondwerk-Kanal. Ich möchte heute mal das Thema Teichtechnik ansprechen. Inwiefern ist Teichtechnik erforderlich, sinnvoll und inwiefern ist es zu vermeiden? Also es geht im Prinzip um die Technifizierung des Teiches, ja oder nein. Fangen wir mal ganz simpel an. Wir haben eine Umwälzpumpe. Die ist unverzichtbar, sonst läuft das Wasser nicht im Kreis. Da haben wir schon elektrische Komponente und ein Bauteil, das halt mal ausfallen kann. Wie gehen wir damit um? In der Regel, wenn man das vernünftig dimensioniert oder vernünftig auslegt, dann hat man eben zwei oder mehrere, damit beim Ausfall einer Umwälzpumpe eben das System noch läuft. Wenn man das nicht macht, dann müsste zumindest gewährleistet sein, dass man relativ kurzfristig eben Zugriff hat an den Teich, jemanden an den Teich schicken kann oder eben kurzfristig an den Teich eilen kann und auch kurzfristig dann eine Ersatzpumpe da hat. Deshalb, das ist die schlechtere Variante. Die gute Variante wäre tatsächlich, man hat es gleich redundant gebaut, zwei, drei kleinere Pumpen, die sich ergänzen. Und in Summe dann den Flow bringen, den man braucht. Fällt eine aus, läuft das ganze System eben gedrosselt weiter auf kleinerer Sparflamme, aber es läuft. Das war die erste Geschichte, Umwälzpumpe. Zweite Geschichte, Belüftung. Belüftung haben die meisten Teichbesitzer eine oder mehrere Luftpumpen im Teich, im Filter, zur Bewegung des Biomediums teilweise. Und im Teich direkt, um die Sauerstoffversorgung zu gewährleisten, auch wenn die Filterkette steht. Da sind wir auch wieder auf ein elektrisches Gerät mit Strom angewiesen und gleiches Thema wie bei der Umwälzpumpe. Redundanz schafft hier eine gewisse Sicherheit. Man kann hier auch noch mit einer Sauerstoffflasche oder mit einem Sauerstoffkonzentrator arbeiten. Sauerstoffflasche bei Stromausfall, das automatisch mit stromlos offenem Ventil angeht. Quintessenz ist, man hat da auch eine Ausfallstrategie, genauso wie bei der Umwälzpumpe. So, jetzt kommen wir zur dritten Komponente, die wir hier im Bild sehen. Das ist in dem Fall ein Endlosbandfilter. Auch wieder ein Gerät mit Elektronik und zwar mit einem Antriebsmotor und mit einer Spülpumpe. Jetzt könnte man natürlich sagen, Motor doppelt auslegen, Spülpumpe doppelt auslegen, ist in dem Fall ein bisschen schlecht, einfach technisch schlecht umsetzbar. Man kann diesen Vorfilter dann natürlich kleiner dimensionieren und zweifach aufbauen. Scheitert oft an Kosten und Platzgründen. Die bessere Variante aus meiner Sicht ist es hier, Notüberläufe vorzusehen. Also der Hersteller sollte die möglichst schon eingebaut haben oder ihr tut es beauftragen oder sofern machbar, ihr rüstet es nach, sodass im Ausfall, wenn jetzt irgendwie der Filter steht, was normalerweise sehr, sehr selten vorkommt, also alle paar Jahre mal bei einem guten Modell, dann sollte zumindest die Hälfte des normalen Volumenstroms eben über Notüberlauf am Filter vorbeilaufen, in die Biotonne, durch die Biotonne und dann zurück in den Teich. Das wäre aus meiner Sicht eine vernünftige Strategie. Ihr könnt natürlich auch sagen, ist mir alles zu riskant. Ich mache Bürsten, ich mache Matten, ich nehme Fließfilter ohne Strom. Kann man machen, wäre allerdings aus meiner Sicht nicht die richtige Lösung, weil dadurch verzichtet ihr auf die schnelle Schmutzentnahme unter Umständen oder auf die feine Filterung, eben die Vorteile, die ihr durch einen Brummefilter und Endlosbandfilter standardmäßig habt. Was ist zu beachten? Zu beachten ist aus meiner Sicht Folgendes, dass man eben nicht das allerbilligste, klapprigste Trommelfilter, Endlosbandfiltermodell auf dem Markt sich zulegt, das dann meistens auch noch einhergeht mit einer entsprechend schwachen Steuerung, die natürlich dann ausfallanfälliger ist, genauso wie Motor, Spülpumpe. Also wenn ihr wirklich jetzt eben da sehr, sehr günstig kauft,
habt ihr tendenziell natürlich ein höheres Risiko als beim Mittelklasse-Gerät oder Oberklasse-Gerät. Auch da gibt es keine 100% Garantie, deshalb die Notüberläufe. Aber tendenziell kann man schon sagen, dass sehr preiswerte Geräte, die auch schon einige vom Markt wieder verschwunden sind, einfach in der Praxis anfälliger waren und eher ausgefallen sind als ein hochwertiges Markengerät. Entschuldigung. So, also fassen wir nochmal zusammen. Um Technik kommen wir eh nicht rum am Teich. Umwälzpumpe, Belüfterpumpe ist, muss, da gibt es keinen Plan B. Vorfilter mit Elektronik, mit Steuerung ist kein K.O.-Kriterium. Gibt es die Notüberläufe, gibt es das Kriterium Qualität, sodass ihr auch hier eine relativ lange Standzeit über Jahre bekommen könnt, ohne dass das Gerät ausfällt. Zum Beispiel Mikrocontroller, eine SPS, sind Standardteile, die sehr weit verbreitet sind, die ihr anfindet in Waschmaschinen, in Industrieanlagen. Also die Sachen sind tatsächlich ja für Dauerbetrieb und ausfallsicher gebaut. Es sei denn natürlich wieder sehr, sehr günstig. Wenn ihr da wirklich extrem günstige Teile habt, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die früh ausfallen. Also auch hier auf Qualität achten. Und wenn man das beherzigt, dann würde ich sagen, spricht überhaupt nichts dagegen, dass ihr mit einem modernen Vorfilter, Endlosbandfilter, Trommelfilter auch mal entspannt 3-4 Wochen in Urlaub fahren könnt. Ich mache das, ich habe das schon mehrfach getan und hatte dabei keine Schwierigkeiten bezüglich Ausfall des Vorfilters. Also da braucht ihr euch nicht irgendwie ins Boxhorn jagen lassen, wie man es so schön sagt. Das ist teilweise wirklich Panikmache und übertrieben. Oder auch dann wieder wirklich sehr simpel und spartanisch gebauten Geräten geschuldet, ohne jegliche Sicherheitsmaßnahme und im Low-Cost-Bereich. Deshalb bleibt dabei, wenn ihr TF- oder Endlosbandfilter-Fan seid, zieht's durch, schaut, wo ihr da noch Lücken habt, ob zum Beispiel keine Notüberläufe verbaut sind, dann sollte man da aktiv werden. Und wenn das alles gewährleistet ist, dann sehe ich überhaupt kein Thema, wieso ihr nicht weiterhin mit dieser modernen und wirklich zukunftsträchtigen Technologie glücklich seid oder bleibt, wie es auch bei mir der Fall ist. Und in diesem Sinne, freut euch schon aufs nächste Video. Bis bald. Tschüss.